Wir haben am Anfang geholt, vier und einem 6-7 Meintumor gedacht, kommen wir machen etwas an solchen Wieser, weil die ja am Anfang heute zu Zeissing gebaut sind, die Motorräder, viel Leid. Leider das haut es das nicht mehr wissen, dass wir Gesundheit zu Lützburg überhaupt Motorräder gebaut haben zwischen 1947 und 1954. Das ganze mit dieser Motorräder zu Lützburg ist so gegangen, mit einer Annonce am Lützburger Wochenzeit, wo dann eine Annonce war, sich ein kapabler Mann für ein Motto an den Kader zu bauen. Und das war der Herr Pierre Didier von Stengefurt gebürtig, den hat die Annonce gemacht, weil der wollte nämlich nach dem Krieg, wo nichts da war für die Motorräder zu Lützburg, etwas bauen, dass Leute doch mobil sein konnten. Heute schwätzen wir ja viel von Mobilität. Also die Zeit doch. Und da hatten dann die Motoren, Blick, auch Stecker, sind die aus Amerika mit dem Schiff auf Antwerpen gekommen. Da sind sie dann aufgegangen, hier vom Schofer von der Firma. Und da sind sie hier auf Zeissing gekommen. Und da sind sie dann hier. Motor und Blick zusammengebaut gehen, Vergaser sind im ersten Stück für Freiheit zusammengebaut gehen. Und dann aus der Kader und alles, den hast heute zu Zeissing gemerkt, das heißt, den amerikanischen Wieser Motto ist komplett verschieden von dem europäischen heute zu Lützburg gebaut, weil sie hatten in Amerika einen anderen Design wie wir heute zu Lützburg. Das heißt, wenn wir einen amerikanischen Wieser hätten, was wir nicht tun, die wären da komplett verschieden von denen, die heute zu Zeissing gebaut sind. Und das, wie gesagt, ein Stück von der Lützburger Industriegeschichte, dass wir auch heute zu Lützburg Motor gebaut haben. Die Firma hat derzeit 60 bis 65 Leute beschäftigt. Davon waren ungefähr ein Dutzend waren Freileute, und der Rest das waren Männer, die dann verschiedene Taschen am Weg hatten. Wir noch heute ein Mann, den hat bei Wieser geschafft. Der Mann hat heute 95 Jahre, aber wir sind froh, dass er konnte überhaupt kommen. Und das ist ein schönes Souvenir für ihn, dass er am Anfang noch ein bisschen das gesagt hat, was früher hier geschafft hat. Ne? Du hast den Wabisch gemacht, in den anderen zu Frex. Den hat so viele Kader gepackt, dann wird den anderen den Nachtrop müssen nicht weiterpacken. So riecht der amerikanische System. Und ich hatte mir eigentlich 3 Minuten ausgehauen, da bin ich mir gewegen. Hat er auch selber einen Wieser? Oder hat er es so geschafft? Ach, wir hatten noch einen Wieser. Mein Bruder, den hat die Steuerverwaltung geschafft. Und da war noch Volt verzet gehen. Maar dat een witte, dat is niet leuk. Dat zijn een beetje op handstreks. Als ze nog nemen. Dat is dat die motorräder aan van geholt, zullen we maar nemen 131 kubiek. Dat is een Feiertag-Motor, lateral gesteuerd met 2 Ventilen seitlich. En die zijn über den Riem op de Straat aangedreven. Die Ketten, die du hast, die waren von Gold für das Motorrad zu starten. Das heißt, der Mann musste oder die Frau musste pedalieren, bis der Motor dann umgesprungen ist. Und dann in dem Moment hat die Keilriemtransmission auf die Straße gemacht und dann ist es eben 4 Uhr gegangen. Heute ist das Lachen, und darüber mehr früher war das wahrscheinlich das Einzige, was Leute hatten, weil muss ich sich schon vorstellen, nur im Krieg, heute zu Lützburg, da war nicht viel da. Da sind entweder zu Fuß gegangen, da sieht man Velo gefahren. Ein Tram weiß ich nicht, ob der schon ging ist, holen nicht, ob ein Tram schon ging ist. Wir waren dann aber so mal zu Zeissing gewohnt, dann dort müssen wir auf Bauneweg schaffen fahren. Da war das ein immens Gefühl für dann die kleine Strecke dann hin und her zu fahren, und da war das mobil. Ja, ich meine, heute gibt es schon viel von Mobilität geschwärzt. Da war das früher natürlich auch schon, dass Leute konnten mobil sein. Und ich meine, die Version, die ich hier präsentiert habe, die könnt vom Schlosser, den er bei Wieser geschafft hat, ich habe das Motorrad für ein gut 30, 35 Jahre gekauft. Und das ist das Einzige, was man bis jetzt gesehen hat, was an dem hohen Kader ist. Es kann sein, dass der Prototyp ist, wir wissen es nicht. Kein Wesen, man hat allerdings auf einem Foto gesehen, wo es zu Bresen 52 auf der Ausstellung steht von Wieser. Also sind da vielleicht 2, 3, 4 gebaut, die wir wissen nicht. Wir haben noch gesehen hier auf den Fotos, die am Weg gemerkt sind, dass so ein Trikar gebaut ging, das mit 2 Räder Handen und einem Rad 4. Haben wir leider nicht hier. Und wir wissen nicht, ob es noch existiert. Hätte schon können sehen, dass da drunter vielleicht abgetaucht wird, wie gesagt, bis noch nicht. Mit das, wie gesagt, steckt letztes bei Industrie. Und ich meine, wenn ein Hautestars auf dem Internet vom Herrn Otele, den von industrie.lu, viel Recherche gemacht hat, da sind dann noch viele Bilder drauf. Und ich schon, wie gesagt, nach das Ganze, was ich derzeit im Telefon von den einzelnen Leuten, die da geschafft haben,
auch nach zusammen gefasst. Da kann ein anfangen, die ganze Puzzle ein bisschen zusammensetzen, weil wie gesagt, auch ein Mann mit 95 Jahren, der weiß nämlich alle Details, was früher da um den Weg gelaufen ist. Dort plus, dass der Mann just 3 Monate geschafft hat, weil er am 4 habe ich dann mit dem Amerikaner, dem Herr Gregers, in den Dienst gehen und da sind nur 3 Monate drin gegangen. Es war ja nicht mehr ein Teil von der Geschichte, 47, 54, da war es auf Feit gegangen, weil ich meine, die ersten VW-Käfer, die sind an den Anfangs 50 Jahre gekommen. Beim Motorrad sind sie dann ausgehen, aber beim Auto sind sie drischen. Und da sind viele Leute, die dann ihre Visa aufgestoßen haben, so ein Auto kaufen. Und da war auch praktisch dann von der Firma besiegelt, dass dann von uns nicht mehr gebaut gehen, weil kein Aufsatz mehr da war. Ne? Wie gesagt, wir haben Teile organisiert, wir sind gesponsert. Einerseits vom APL, auf dem wir im Terrain sind, den ACL, Automobilsclub Lützeburg, hat uns auch ganz viel geholfen. Daran. Und das Ganze ist für einen guten Zweck, für kranke Kanner. Und das heißt, die ganzen Erlös, den wir können vom Verkauf von T-Shirts, die hier sind, und dann noch von den Getränken, von der Verpflegung, das geht alles den Leuten zu gut, für die Kanner dann ein bisschen finanziell zu unterstützen. Mehr kriegen dürfen wir nicht, mehr haben wir schon. Aber der Rest hat das ein Pläsier, für das zu machen. Um uns kurz vorzustellen, unsere Assoziation Herzkrankkanal Lützburg, die geht los 2002. Wir feiern 20 Jahre. Nächste Weekend haben wir ein Geburtstagsfest mit den Familien. Wir, bei unserem Komitee sind lauter Leute, die in Benevol arbeiten. Sind da 2018 haben wir aber eine Koordinatrice Medico-Sozial, die wir angestellt haben, die die Familien damit betreut. Für uns ist es ganz wichtig, dass ein kann er sich kennenlernen, dass die Familie sich kennenlernen, dafür organisieren wir Feste. Wir gehen am Frühjahr an den Betelbeer Park oder dieses Jahr wird ein Eifelpark am November, also eine Niklosfeier, wo die Kanner sich kennenlernen, wo dann zum Schluss die Gläschen kommt. Wir funktionieren Ränge von da an. Und wir sind immens froh, dass wir entretemps schon ganz viele Familien geholfen haben. Wir organisieren außer den Festen, dass die Leute auch sonst geholfen kriegen, was sie an der Klinik mussten, was sie freuen haben. Da kriegen sie helfen. Wir haben Projekte, dass wir auf Bresel an der Klinik schon Bücher bringen, Kannerbücher, Kannerfilme, Letzterbücher. Das kann er, die hier gucken können, muss auch da schon geholfen. Zimmer zu renovieren, finanziell geholfen. Wir haben die Forschung unterstützt, weil ohne Forschung wird die Medizin nicht so weit. Und muss ich vielleicht wissen, dass alle Jahre 0,8%, das sind 50 bis 60 Kinder, die Baby in die Welt kommen, die einen ungeborenen Herzfehler haben. Davon sind das 10, die mehr schweren Herzfehler haben, die dann mehr Operationen brauchen und die aber Beeinträchtigungen am Leben haben. Und wir sind eben da, wir haben schon ganz viele Freunde so. Wo keine Leute kennengelernt, Familien zusammenbringen und dann noch Geschwister, das ist auch wichtig. Aber so, merci, dass wir hier einen Dank kriegen. Schön, dass Sie uns geduldet haben.